Hallöle. Weiter an Text. Hier lang. Hier gibt es auch nicht mehr Zwerge als Butter auf Ästen. Oh, bedeutet das, dass Butter auf Bäumen wächst? Wir locken ihn an. Wir müssen hier nur etwas Gold und Bier ablegen. Okay, dann machen wir das doch. Gut, jetzt warten wir. Macht eure Waffen und Zaubersprüche bereit. Das ist er, ne? Das ist unser Zwerg. La 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 la. Die Axt, die zurückschlägt. Durandil. Da 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 du du du. Hey, wer's findet, darf's behalten. Akaladuktuk, Freundo. Genau, Kumpel. Das ist dein Zwilling. Aber in Gespensterform. Hey, ihr Bastarde! Ihr habt mich im Stich gelassen! Habt mich wie eine Fliege in einem Jackerkaufen zum Sterben zurückgelassen! Wovon redet er da? Keine Ahnung. Er sieht tot aus. Vielleicht kommt das vom Amulett. Betrug. Eines Feiglings würdig. Betrug ist der bessere Teil der Tapferkeit. Das zahle ich dir heim. Ich werde dir die Eingeweide mit einer Austerngabel herausreißen! Genug geredet. Erledigen wir ihn! Meine Vergeltung wartet schon. Oh nein! Jetzt sind es plötzlich 7 Zwerge und alle stinken! Der Erste, der mich Schneewittchen nennt, kriegt sofort eine geknallt. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. So, was haben wir denn? Hier haben wir einen Nahkämpfer, da haben wir einen Fernkämpfer. Da haben wir einen Elite. Das ist ein Fernkämpfer, ein Nahkämpfer. Und da haben wir noch einen Fernkämpfer. Fernkämpfer, 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 okay. Ja, die sind alle... Er ist der Einzige, der dran ist. Er kommt bis hierhin. Und kann dann eine Aktion machen. Okay, der Oger schlägt gleich hier durch das Dingen durch. Barbar kann zu dem laufen, wird dann aber von hier beschossen. Die Zauberin kann hier den Wirbel machen. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Zauberin darüber. Die Bogenschützen. Er kann da mithelfen, ne? Mit dem Barbaren. Könnte schief gehen. Sie kann da auch hin. Sie ist ja auch so ein bisschen tanky. So, er boxt sich gleich hier durch. Oder hier vielleicht. Das ist ja viel schlauer. Was mache ich mit dem Dieb? Ich kann auch versuchen, da hochzulaufen. Ja, und sie geht dann auch mit hier rüber. Wer tankt die da vorne? Gucken wir mal. Die 7 Zwerge sollen gerecht werden. Die Dämonin Randomia hat beschlossen, das Schicksal der Gruppe in die Hand zu nehmen. Sie wählt oft geistig beschränkte, besonders glücklose oder unglaublich unbekümmerte Personen als Empfänger ihres Segens aus. Jetzt haben wir Zugriff auf die Einflussleiste. Die Randomia-Einflussleiste füllt sich während des Kampfes mit jeder unglücklichen Aktion und jedem Misserfolg weiter auf. Je mehr Pech deine Charaktere haben, desto weiter füllt sich die Leiste. Beim Auffüllen schaltet die Leiste 4 Stufen frei, mit denen du das Schicksal für einen deiner Charaktere, der gerade am Zug ist, herausfordern kannst. Wenn die Leiste voll ist, kannst du die Fertigkeit der letzten Stufe einmal oder die Fertigkeit der ersten Stufe mehrmals einsetzen. Außerdem leert sich die Anzeige zwischen den Kämpfen nicht. So kannst du sie von einem Kampf in den nächsten mitnehmen. Pass gut auf Randomias Einfluss auf, damit du selbst die aussichtslosesten Situationen zu deinen Gunsten wenden kannst. Mit L1 zu greifen. Okay. Ist sogar voll. Okay.
Ich werde das aber wohl riskieren, den hier einfach platt zu hauen mit den beiden. Die sind nämlich jetzt als erstes auch dran. Dann wird er zwar von der Seite beschossen, aber es müsste klappen. So, was kann sie denn? Ein Gebet, Schutz in einer Zone, einen großen Paradebonus für Nahkampfangriffe. Ah, der kommt auf mich zu, ne? Ne, schafft er nicht. Okay. Dann kann sie nämlich dahin. Und macht aber die normale Verteidigungshaltung. Ja. Ihr werdet es bereuen, je hier runtergekommen zu sein. Er hat seinen Zug verzögert. Als letztes. Okay, bis dahin kann er laufen. So, der Oger sollte hier... Und du kannst den bedrängen. Macht er aber hier hinter. So. Der kommt natürlich bis dahin. Toga, Swala, Bud, Waka. So, sehr schön. Achso, genau, mal in die Leiste angucken. Das erste Adrenalinrausch. Der Charakter, der gerade an der Reihe ist, erhält einen zusätzlichen Aktionspunkt. Stellt die Lebenspunkte wieder her und heilt alle Wunden des Zielcharakters. Teleportiert den Charakter, der gerade an der Reihe ist, sofort auf ein Feld ihrer Wahl. 33%. Stellt die Lebenspunkte wieder her und heilt eine Wunde an 6 zufällig ausgewählten Charakteren. 2 Runden Cooldown, 2, 2, 2 und das hat eine Reichweite von 5, glaube ich. Gehe ich mit dir da und mache Overwatch nach oben? Ja. So, und der Dieb. Der Dieb. Ich weiß noch nicht so recht. Das macht ihn gar nichts. Der wird auf irgendwas schießen. Nice. Ah, ja. Das war auch nicht so wild. So, jetzt mache ich nämlich das Verteidigen an. Haltet eure Position! So,
So, wenn ich weggehe, hat er einen Gelegenheitsangriff. Also bleiben wir natürlich stehen. Versuchen, den jetzt bei ihm platt zu hauen. Das ist ein Tod! Da ist ein Armbrustschütze. Oh, macht ihr einen Schaden? Schade. Oder auch nicht. Ah, okay. Da könnte ich noch die Richtung ändern. Tja, da sollte ich vielleicht einfach angreifen, ne? Ja, Fernkampf macht mehr Schaden. Nice. Ah, sehr schön. So, und jetzt muss ich mich noch in die Richtung drehen, ne? Damit er mich gleich nicht fertig macht. So. Er hat Gelegenheitsangriff. Den kann ich nicht machen, weil ich nicht hinter ihm komme. Also machen wir Schaden. Autsch. Ist natürlich doof, dass der Dieb da jetzt so der Tanky-Charakter ist. Nimm das! Oh. Das ist nicht so wild. Er hilft ihr auf jeden Fall. Nice. So, jetzt könnte ich ja... Klappt das jetzt, wenn ich das jetzt mache? Ah, es kann nochmal zuschlagen. So, das kann ich jetzt nicht nochmal machen, okay. Aber auf anderen Charakteren kann ich das machen. Ruckelt das denn so komisch zwischendurch? Autsch! Oh, echt? Das ist natürlich schade. Oh, da war er. Den will ich mal eben heilen.
So, sie kann sich nur verteidigen. Kann ich mich in die Richtung drehen? Geht das? Ja, okay. Ah, er wollte weg. Bingo, ausgewichen. Oh, dieser eine Lebenspunkt regt mich vielleicht auf. So, der guckt in meine Richtung. Das wird er nicht schaffen. Da muss er rübergehen, okay. Erste Hilfe muss er so rübergehen, gut. Den mal eben rausnehmen. Der andere guckt ja mich an. So. Hau doch den mal platt. Mit deinen 65%. War klar. Kann er noch nicht machen. Okay. So. Lady Paladina kann aber was tun. Nice! Okay, eine kritische Parade lässt ihn also zurückschlagen. Hättest du wohl gern. Warum hat jetzt... Achso, weil er eben schon einen gemacht hat? Hat er kein Dingens mehr gemacht? Gelegenheitsangriff? Du kommst da nicht mehr hin, ne? Schade. Sonst supporten können. So, wie ist das mit dem Wiederbeleben? Achso, da kann ich den Heiltrank drauf anwenden. Okay. Es ist so witzlos. Da kann er nicht meucheln. Okay. Achso, weil es von der Seite ist, nicht von hinten. Das war auch kein Gelegenheitsangriff. Das ist auch nicht ganz verstanden. Und bumm, diese Kapuze hättest du wohl gern. Nicht nachgeben. Schade, Verletzung heilt das natürlich nicht. Das ist dein Tod! Da kann man jetzt eh nicht hin. So, der ist Fernkämpfer, deswegen hat er keinen Gelegenheitsangriff, okay.
ja. Was ist das, der Ogerklatsch? Die Stufe des Diebes ist gestiegen. Nice. Tja, ich habe ihn getrunken. Was bewirkt er denn? Tja, Glückwunsch, ihr Dummköpfe. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Hätte nicht gedacht, dass ihr nützlich wäret. Dachte, ich würde euch nur als Fleischschilde benutzen. Hey, das ist gemein. Wir hätten verletzt werden können. Ach, verflucht, was für ein beschissenes Durcheinander. Was zur Hölle geht hier vor? Das ist ja wie die Wanderung durch eine Trolllatrine. Ich bin ganz schön durch den Mangel gedreht worden. Durch die Zerstörung dieser Scheußlichkeiten müssen wir den Fluch gebrochen haben. Das lehrt euch, niemals Amulette zu berühren. Seht ihr? Ich habe euch keinen Mist erzählt. Ich muss zugeben, dass ich dich falsch eingeschätzt habe. Möchtest du dich uns vielleicht anschließen? Wir suchen nach einer verfluchten Statuette. Nicht jetzt. Ich muss mir das Kopfgeld holen. Ich finde euch, sobald ich das Gold habe. Dann sprechen wir über eure Statuette. Geht in der Zwischenzeit ins VIP-Zimmer der Taverne. Da gibt's immer jede Menge Zauberer und Geldsäcke. Zauberer? Glaubst du, die könnten uns Informationen geben? Fragen kostet nichts, oder? Im schlimmsten Fall reden sie nicht und ihr lasst ihre Köpfe auf die Tischplatte knallen. Los, tschüss, ihr Deppen. Bis bald mit der Kohle. Hoffentlich vergisst sie mich nicht. Uns. Ich glaube, sie wird ihr Wort halten. Paladine dürfen keinen Eid brechen, besonders wenn sie der Gerechtigkeit dienen. Was für ein schreckliches Leben. Wie schaffen sie es nur, ihrem Wort treu zu bleiben? Ja? Möchtest du dazu etwas sagen? Vielleicht später. Ehrenwort. Seht mal, das Amulett liegt noch auf dem Boden. Lasst uns in das VIP-Zimmer gehen. Vielleicht gibt es da Dichter und Musiker. Und anständiges Bier. Vielleicht können wir sie ausplündern. Wir werden sehen. Aber versucht euch unauffällig zu verhalten. Sind alle hier? Wir ziehen weiter. Ah, das gefällt mir. Ah, es ist so dämlich. Es ist so dämlich. Schön. So, wollen wir mal eben aufleveln. Der Oger. Ich gebe sie auf keinen Fall her. Mit meinen Büchern. Sie mal eben heilen. Obwohl, ich muss ja eh zurück in die Taverne, ne? Ja, dann brauche ich sie ja jetzt nicht heilen. So ein Mist. Dann machen wir mal eben den Oger. Aber ich habe noch Items. Mann, ich habe doch alles. Ich habe noch eine Armbrust. Hände weg von meinem Gold. Mein Schatz, Gold. Und Rüstung, genau. Schutz und physischer Widerstand. Ach, endlich die richtigen Gegenstände für die richtigen Leute. Und Armschienen. Schutz und physischer Widerstand. Nice. Und noch ein Gürtel. Und er kriegt den Ledergürtel. Und dann kommen da Heiltränke rein. Und weil er im Nahkampf ist, heilt auch vergiftet. Ja, den Brokkoli. Sehr gut. So, Fertigkeiten. Oha. Zwerg sieht auch sehr kompliziert aus. Aber machen wir erstmal einen Oger. Die Feinde um den Oger drehen sich zu ihm um, erhalten eine Mutstrafe und greifen ihn eher an. Rülps. Eine Giftgaswelle, die den Charakteren vor dem Oger leichten Schaden zufügt. Die Ziele sind betäubt. Oh. Jupila, Gadum um Armis. Das hört sich sehr gut an. Solange sich der Oger neben dem Magier befindet, erhält er 10 Präzision, neben dem Barbaren 5 Einschlag. Gibt dem Oger die Möglichkeit, die verbarrikadierten Holztüren einzureißen. Ah! Verbarrikadierte Steintüren. Ah! Noch bessere Schätze zu erhalten. Bruder Zogila. So, dann gucken wir uns den nochmal kurz an, ne? Das machen wir mal. Ein paar Ohrfeigen, die allen Zielen vor dem Oger 2 Angriffe zufügen. Ein Stoß mit dem Bauch, Schaden zufügt, zurückstoßen. Kennen wir schon, Schaden wird mehr. Zurückgestoßen, dann umgeworfen. Schnüffelt mehrmals. Schutzstrafe, zeigt auch Verstohlenheit. Okay, der Rülpser, betäubt und vergiftet. Vor dem Oger und auch neben dem Oger. Ah.
Fernkampfangriff mit einer früheren Mahlzeit. Zerstört. Oh, Gegenstände. Nice. Die Ohrfeigen. Bessere Abklingzeit. Schutz ignorieren und das ist mehr Schaden. Werf den Zwerg. Also ein Zwerg werfen. Sehr weit geworfen wird. Oh, Reichweite 10, alles klar. Was haben wir hier? Debuffs. Präzision ausweichen, Parade. Nice. Und zwar eine ganze Menge. Noch mehr. Ziele sind erschrocken. So, dann haben wir noch das Erdbeben in einer Linie. Oh, das. Oh ja. Oh, der ist ja richtig gut. So, was haben wir passiv? Erhält Schutz. Erhält Schutz. Verbesserte Auswirkungen, wenn er Lebensmittel verbraucht. Physischer Widerstand pro Stufe. Zweihandhämmer. Brauchen wir auch. Und das hier. Einschlag verliert aber Präzision. Unbewaffneten Schallangriff. Nee. Drei Stärke. Regeneration. Oh. Bewegung. Wenn er einen Feind tötet, kriegt er Lebenspunkte wieder. Oh, ist der gut. Er braucht ein bisschen Präzision. Er braucht eigentlich echt Präzision. Ich will es mindestens... Also auf 60 will ich es da haben. Ohne Items. Das mache ich auch. Die Stufe des Ogers ist gestiegen. Schon wieder? Na, ich wollte gerade sagen. So, dann bringen wir uns da mal rein, Oger. Na super. Kaputt. Die Barbaren 2, gesteppter Gürtel. Weil mit Nägeln und Spikes immer alles schöner ist. Einschlag, weniger Lebenspunkte und ein Platz. Warum wollen die Leute hier ständig ihre Hände in die Tasche stecken? Den kriegst du. Und du kriegst... Kraft, Mut, Intelligenz. Er kriegt Alkohol. Noch mehr? Ich dachte, wir hätten jemanden, der Fallen entschärfen kann. Scheiße, wir haben gerade tatsächlich niemanden, der Fallen entschärfen kann. Brauchen wir hier die notwendigen Zauber für Anfänger. Der größten Magier des Landes Fang. Ich werde die Öffnung überwachen. Ogerarmschutz. Und. Oh! Eine Nahkampfwaffe für unsere Elfe. Nice! Gleich ausstatten. Tada! So, dann sind wir jetzt ja auch schon wieder da, ne? Ja, ja, mach ruhig. Da oben war aber noch was, da wollen wir noch hin. Aber wir können uns mal eben heilen, das können wir mal eben machen. Er denn? Du blöder Doofkopf! Ich weiß, dass du meine Hühner losgelassen hast. Wundere dich bloß nicht, wenn irgendwann Scheunen brennen. Was soll ich gemacht haben, du kopfloser Hahn? Dafür gibt es so viele Beweise wie Weine der Zitze einer Kuh. Nur du Mistkerl konntest die Käfige öffnen, weil du nämlich gelb von Neid auf meine Hände bist. Eine ganze Schar von Walter durch Blaubarbesus. Diese gerupften, knochigen Krähen? Mit denen holst du höchstens den Preis des nassesten Lumpens. Den Wettbewerb gewinne ich.
mit meinen Bulgur-Windseitlingen und Glark-Goldplumpchen. Ha! Dieses elende Federvieh will man lieber tot als lebendig sehen. Warte, bis ich meine eigenen Hühner wieder habe, du großmäuliger Krähenzüchter. Sag das nochmal und ersetzt was. Kommt schon, Leute, beruhigt euch und sagt uns, was ist denn los? Der Latrinenkopf hier hat meine schönen Hühner freigelassen und ich kann nicht mehr am Wettbewerb für den besten Züchter von Waldordu teilnehmen. Deine blöden Vögel haben sich bestimmt selbst die Köpfe abgeschlagen. Die armen Viecher. Ich weiß, wie man Hühner zusammentreibt. Gibt es dafür eine Belohnung? Klar doch, Freunde. Holt mir meine Hühner zurück und ich lasse was Schönes für euch springen. Aber Obacht, wenn ihr euch ein Hühnchen gibt, dann kocht es mindestens 3 Tage. Nicht auszudenken, was sonst mit eurem Gedärm passiert. Dir wird gleich Hören und Sehen vergehen. Oh, eins ist hier. Aber wie kommen wir da ran? Wie kommen wir da ran? Hey, seht mal den Spinner da. Ich würde sagen, dass er und ich professionell analog sind. Analog? Ist das ein Fremdwort für Hintern? Nein. Du denkst wohl an... Ich bin kein Ranger. Ich bin ein Vagabund. Und ist das nicht das Gleiche? Ganz und gar nicht. Vagabunde sind echte Abenteurer. Ha, das saß aber kräftig. Nun ja, wir suchen die Statuette von Gladelfura. Wir hocken hier nicht herum und ziehen wie die Bekloppten an der Pfeife. Zu diesem Thema habe ich keine Informationen. Und eure Art und Weise, mit Fremden umzugehen, ist befremdlich. Befremdlich, mit Fremden zu sein, ist doch logisch, oder? Herrlich. Du liebe Zeit, wo wollt ihr denn mit all dem Kram hin? Wollt ihr es mal so richtig krachen lassen? Ach, gar nicht. Wir befinden uns gerade auf einem sehr wichtigen Abenteuer. Ja, Abenteuer sind gar nicht so einfach mit all den Monstern hier. Ah, übrigens, ich bin Mel Boots. Das hier ist mein Laden. Na toll, noch so ein axtloser Holzkopf. Einfach super. Ich war früher auch Abenteurer, bis ich einen Pfeil ins Knie bekam. Also ist das hier sozusagen mein Ruhestand. Ach ja? Ja, naja, zu meiner Zeit war alles noch ganz anders, wisst ihr? Ja, klar. Wir konnten mit dem Schwert umgehen und sind viel mehr gelaufen. Und jammern gab's nicht. Tja. Und die Monster waren stärker. Und wir haben auch nicht dauernd mit unserer Magie rumgewedelt. Naja. Und es gab keine Schicksalspunkte. Tja, kämpft weiter für die gute Sache. Einen aufs Haus? Da sage ich nicht nein. Endlich mal eine freundliche Seele. Also, ich glaube, er hat uns gerade Weicheier genannt. Du bist zu empfindlich. Ach, krepier doch, du Schisser. Was für eine Horde von Deppen. Nicht so trübselig, na komm. Aus euch wird schon noch eine prima Truppe. Wir müssen in das VIP-Zimmer gelangen. Kannst du uns dabei helfen? Würde ich ja gern. Ihr seid ein netter Haufen. Aber nichts zu machen. Für das VIP-Zimmer gelten Sonderregeln. Und wer reinkommt, entscheiden nur die Türsteher. Was? Sie sagten doch, Sie wären der Boss hier. Ob ihr es glaubt oder nicht, mich haben sie auch nicht reingelassen. Ich sehe aus wie eine Klabusterbeere. Tja, noch einen letzten, bevor ihr aufbrecht? Wir haben es etwas eilig. Ich habe hier einen guten Jahrgang von Waldocks Hügeln, der eure Geschmacksknospen glatt von den Socken hauen wird. Wenn ihr Tipps braucht, habe ich bestimmt ein paar Infos für euch. Ich kenne hier jeden. Infos? Hier kriegt der Kunde was vom Barmann rübergeschoben? Barmann! So, ausruhen! So, versuchen wir uns mal ins VIP-Zimmer zu begeben. Oder schauen wir mal beim nächsten Mal. Bis dann.